Moin moin und herzlich willkommen zum TWS und zum 350. Video auf diesem Kanal. Und getreu dem norddeutschen Motto, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, möchte ich euch in den folgenden Minuten meine 5 persönlichen Tipps fürs Tabletop-Hobby präsentieren, mit denen ihr hoffentlich noch mehr Spaß beim Basteln, Bemalen und Spielen habt. Erinnert ihr euch noch an euren Einstieg ins Tabletop-Hobby? An euer erstes Spiel? An eure ersten bemalten Miniaturen? Höchstwahrscheinlich gab es jemanden, der euch ans Tabletop-Hobby herangeführt und seine Faszination mit euch geteilt hat, oder? Und genau das ist mein Tipp. Fördert unsere Community. Helft zum Beispiel Einsteigern, die auf Facebook und Co. Fragen stellen. Gebt im Laden eures Vertrauens mal einen Demo-Nachmittag zu eurem Lieblingsspiel. Organisiert vielleicht ein Tabletop-Turnier, einen Spieletreff oder gar einen Tabletop-Flohmarkt, sobald die Corona-Beschränkungen wieder aufgehoben sind. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, all sowas ist wirklich nicht schwer. Dieser Tipp klingt vielleicht ein wenig nach einem Marketingplan oder so, aber genau wie Missionsziele in einem Spiel, können klar definierte Ziele eine große Hilfe im Hobby sein. Ihr habt zum Beispiel Miniaturen in der Schublade, die schon ewig auf Farbe warten? So ein Bemalprojekt könnte zum Beispiel ein Ziel sein, wobei ihr größere Projekte natürlich auch in Etappenziele unterteilen könnt. Beispielsweise jede Woche 3 Minis bemalen. Schon habt ihr nach einem Monat genug, um einen Skirmisher mit bemalten Figuren zu spielen. Oder habt ihr vielleicht das Gefühl, zu wenig Tabletop zu spielen? Dann definiert zum Beispiel einen oder mehrere feste Tage im Monat für entsprechende Verabredungen. Auch sowas kann ein Ziel sein. Wohl noch nie zuvor war unser Tabletop-Hobby so vielfältig. Zahllose Spielsysteme und Miniaturen, die nicht zuletzt seit Kickstarter in immer größerer Anzahl erscheinen. Dazu jeden Tag neue Veröffentlichungen, die Kaufimpulse auslösen sollen. Und dann sind da ja noch die Freunde, die schon wieder ein neues System anfangen. Ihr merkt schon, das klingt ein wenig nach Stress und nach einem immer größer werdenden Stapel der Schande. Daher lautet mein Tipp, auch mal Nein zu sagen. Einfach mal nicht beim nächsten Miniaturen-Kickstarter einsteigen, wenn eh noch 100 unbemalte Modelle auf Farbe warten. Einfach mal nicht das neue Hype-Spiel kaufen, wenn ihr eh kaum zum Spielen eurer bisherigen Systeme kommt. Stattdessen vielleicht mal aussortieren und Dinge verkaufen, die ihr in den vergangenen Jahren eh nicht angerührt habt. Danach habt ihr nicht nur wieder mehr Platz, sondern im Handumdrehen auch wieder etwas Hobbykohle für etwas wohlüberlegtere Anschaffungen. Dieser Tipp ist eigentlich offensichtlich, aber ich möchte ihn dennoch ausformulieren. Denn Spaß solltet nicht nur ihr, sondern natürlich auch jeder im Tabletop-Hobby haben. Daher sollten Freundlichkeit und Respekt gegenüber anderen eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Sind sie aber leider nicht immer. Einfach mal ein Lächeln aufsetzen, statt die Würfel gegen die Wand zu pfeffern, selbst wenn eine Partie mal bitter verloren gegangen ist. Und dann direkt mit dem Spielepartner eine Revanche verabreden und sich genau darauf schon freuen. Oder auch mal keinen Kommentar posten, um mitzuteilen, wie doof das gezeigte Modell, Produkt oder Design eurer Meinung nach aussieht. Sondern ganz entspannt zum nächsten Posting scrollen, zu dem es etwas Positives zu sagen gibt. Kurzum, habt Spaß im Hobby und sorgt dafür, dass auch andere ihn haben. Dieser Tipp ist besonders für alle Maler und Bastler gedacht, um ab und zu mal die persönliche Komfortzone zu verlassen. Denn das Ausprobieren neuer Werkstoffe, Farben oder Werkzeuge ist ein wichtiger Schritt, um sich und seine Fähigkeiten im Hobby weiterzuentwickeln. Erinnert ihr euch zum Beispiel noch ans erste Mal Trockenbürsten oder den ersten Hartschaumzuschnitt mit dem Proxon Thermocut? Das waren doch echte Aha-Momente, oder? Und das Basteln und Malen im Tabletop-Hobby ist voll davon. Nass-in-Nass-Malen, Pigmente, Ölfarben, Abformen, Epoxidharz und vieles mehr hätte es nie als Video beim TWS gegeben, wenn ich all das nicht irgendwann mal ausprobiert hätte. Schnappt euch doch einfach mal ein Tutorial, von dem ihr bislang gedacht habt, dass es zu schwer oder aufwendig wäre. Legt einfach los und entdeckt Neues. Das waren meine 5 persönlichen Tipps fürs Tabletop-Hobby. Was würdet ihr anderen Spielern, Malern und Bastlern raten? Schreibt es in die Kommentare und tauscht euch untereinander aus. Ich bin gespannt und wir sehen uns natürlich nächsten Freitag. Bis dann!